Hopp, Alter. Mann, Junge. Shetirp. So, und da sind wir wieder mit Skrillex und Bangarang. Ja, und willkommen zu einer neuen Folge GTA im Escalade. Blow your cover. Oh yeah, yeah. Yeah, sieht gut aus. Da drücke ich doch garantiert nicht weg, wenn sowas kommt. Johnny, yo, yeah. Kannst du den Deal überwachen und aufpassen, dass alles cool ist? Ja, sicher, kann ich doch. Wir fahren runter zur Cassidy Street, bringe Playboy zum Apartment des Kontakts. Okay. Oh, tut mir leid. Wir fahren hier mit dem Hammer. Hammer H2. Oh, tut mir leid. I started small like you, player, slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Then was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump. Cats say how. Nein, wir bezahlen heute mal keine Maut. Ha, und wir kriegen dann immer Strafe, weil wir wahrscheinlich zu schnell waren. Die haben gar nicht gemerkt, dass die Schranke auf einmal kaputt ist. Wir waren so schnell wie der Wind. Ach, jetzt haben wir wieder einen neuen Typen kennengelernt, der heißt Playboy und jetzt hat er wahrscheinlich auch Arbeit für uns, aber noch nicht jetzt. Type of crazy shit. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Okay, er gehört zur Gang Lost and Damned. Davon haben wir schon einen Typen erledigt. Und auch noch ein paar andere Typen. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit, is all. What the fuck is going on? Ja, komm. Park doch, Junge. Geht doch. Die Hütte ist im zweiten Stock. Alles klar, Junge. Folge Playboy zu dem Kontakt im zweiten Stock, zu dem Treffen. Der Käufer ist ein Asiater, heißt Charlie. Wie in Vietnam. Und hier habe ich doch auch schon direkt... Nein, ich nehme die Schrotflinte. Die hat mehr Schuss. Ha! So, da haben wir auch schon direkt eine Schrotflinte, womit wir den erledigen können. Wie in Vietnam. So. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. Alright, come on. Nico ist überall einfach bei, jawohl. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. How weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Ah, it's a Buddha. Direkt in den Kopf. Wo ist er? Die sind hier überall im Haus verteilt, jetzt diese Kackbullen. Oh ne, jetzt habe ich aber schon so eine schöne Schrotflinte. Oh, ich will meine Schrotflinte nicht abgeben. Und ich muss noch hier die ganze Munition einsammeln. Hehe.
Geier. Ey, wo bist du? Hä? Komm her, Junge. Bam, in die Fresse rein. Ja, da bringt dir deine Schutzkleidung auch nichts mehr. Boom, boom. Dann knallt's am Kopf. Krass, der hat eine Schutzweste, zwei Schuss ist er weg. Wo bist du, hä? Da oben, der Pfeil, der zeigt mir das... Ah, bist du. Boots, Junge. Der andere steht da, das sehe ich. An dem roten Punkt. Oh, jetzt lädt er erstmal nach hier. Ich fass nicht. Jawohl. Da haben wir ihn. Die Luft ist rein. Come on, Playboy. Da oben sind noch ein paar. What the fuck is going on? Lol, er schießt, während er auf dem Boden liegt. Bam, Junge. Er schießt, liegt auf dem Boden und schießt dabei erstmal die ganze Zeit. Sauber, ein Erste-Hilfe-Kasten. Way. Ich glaube, da ist jetzt doch die Mikro-SMG besser. This is it. So, einmal vom Kopf und dann war es das. Ey, du Arschloch, komm her, Junge. Folge der Kohle. Follow the money. Jawohl, eine Schutzweste. Ey. Ah, warum versteckt er sich denn dahinter? Komm her, Junge, ich mach dich kaputt. Einmal auf den Kopf und dann war es das. Mein Motto. Einmal auf den Kopf und dann war es das. Das ist mein Motto bei GTA. Kopf. Oh. Kopf. Kopf, Alter. Mann, Junge. Schetirp. Yo, G, bleib in der Nähe. Hätte ich die Waffe von den Bullen eingesammelt, hätte ich bestimmt auch wohl viel Kohle. Boom. Durch diese Schuppen gehen wir nie wieder. Okay. Fahr mich zurück in der Hütte nach Northwood. Oh, warte, hier in dem Gebäude nehme ich lieber wieder die Schrot. Pumpgun, Junge. Nicht, dass jetzt hier noch ein Bulle kommt. Ja, ja, da unten, da verstecken sie sich wieder. Da sei ich doch. Bam, bam, Junge, verpiss dich. Stirb. Hätten wir da unten noch mehr? Verstecken sich immer unten. Verstecken sich nur durch und durch. Geht doch, hier ist erstmal keiner mehr. Ah, da, wieder. Stirb! So. Draußen sind bestimmt auch noch welche. Oder auch nicht. Geil! Subaru Impreza. Subaru Impreza. Geilste Karre, die es gibt. Oh shit. Das hier ein bisschen. Boah, Junge. Übertrieben geil. Die Karre ist so fett, Junge. Alter, wie die abgeht. Normalerweise ist das ja dieser Sultan irgendwas. Und ich habe erstmal hier einen fetten Subaru reingemacht. Oh, der Sound. Ich weiß nicht, ob der in normalen GTA auch so ist. Nein! Ah.
shit back in the day, but when he gets out, if he ever... So. Jetzt fahren wir Playboy wieder nach Hause. Haben eine geile Schussaktion hier, eine geile Schießerei gehabt. Oh, jetzt können wir Gas geben. Keine Maut bezahlen hier. Jetzt fahren hier nur noch so welche Subarus rum, ey, wie geil. Wenn wir eine Karre haben, hat die wirklich jeder, ey. Mit 500 km/h an den Bullen vorbei, so gehört sich das. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Alter, wie geil die Karre ist. Bam. What the fuck are you doing? Ah, warum denn so viele Kurven? Boah, wie das Heck ausschlägt bei der Beschleunigung, ey. Alter. Alter Schwede. Nein, bieg doch nicht da ab. Boah, war das knapp. Oh, das hätte jetzt fast am Stern gegeben. Ein Meter vor seiner Wohnung. Oh mein Gott. Bisschen kaputt. Er meldet sich, wenn er wieder Hilfe braucht. Alles klar, Jung. Playboy X. Boah, Alter, ich muss eben... Bevor ich Dings hab, fahr ich die Karre nach Hause. Boah. Bevor ich jetzt wieder zu ihr fahre. Die muss ich parken zu Hause. Scheiß FBI ist überall. Ah, ey, diese Scheiß. Wir dachten, wir könnten einen fetten Deal machen, ey, und dann kommt das FBI erstmal hin und tarnt sich als Scheißkäufer, ey. Diese Affen. Oh, war ein bisschen schnell gefahren. Geileren Stunt gibt's nicht. Oh, meine Karre. Nein! Ja, da sind die Bullen, ich weiß. Boah, geht die Karre ab, Junge. Ich fahre jetzt erstmal hier hin, um die Sterne loszuwerden. So. Direkt die Sterne losgeworden. Roman. Versicherung hat gezahlt, geil. Denken, es war ein Unfall und keine Brandstiftung. Vielleicht war es ein Unfall. Sauber. Geil, Junge, er hat Kohle gekriegt. Und das Taxiunternehmen ist wieder in Gange. Bangarang. Komm, auf dem Parkplatz passen zwei Karren, ja? Boah, kann man fast gar nicht kontrollieren. So, was ist hier los? Yo, Manni, ich habe eine Sache am Laufen. Komm bei mir in der Hütte vorbei. Ich habe Arbeit für dich. Ey, Junge, ich bin gerade von ihm wieder weg. Ins Internetcafé. Ah, der Typ hat zurückgeschrieben. Jawollo, jawollo.
So, was mache ich denn jetzt zuerst? Ich glaube, ich erledige erst den Typen, weil der mir zurückgeschrieben hat. Worauf ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Ah. French Tom. Ey, Taxi! Yo! Motherfuck! Hallo? Geht doch. Dann bleib stehen hier, du Affe. Ja, dann nimm mal deinen Arm da weg. Waffen, Waffen, Pain, Spray, Kabarett, Bowling, Internetcafé. Yeah! So, und wenn ich jetzt angekommen bin, muss ich mich auch schon wieder verabschieden. Yo, danke, Bro. So, und damit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr erstmal wieder eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Haut rein!